Hello.
Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreisystem dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Deshalb Unfall ohne Waffe.
Der Dreier ist echt so der letzte Pissladen. Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkassistent sollte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden.
ich jetzt ein Medikit. Cool, dass ich mit Tastatur spiele und Maus und nicht mit dem Controller. Ich glaube, Sie waren da drüben.
Scheiße.
Kugel. Die Rolle ist im Großhandel $204.18 wert. Und wir haben 6 davon. Hier, das sind $1200. Oh ja, wir haben hier einen riesigen Schreibtisch. Noch Originalverpackt. Der ist doch locker $300 wert. Das ist ein kleiner Overhead-Projektor. Schön, der ist $200 wert. Ein schöner Grill, der bringt um die $100. Das sind 3 original verpackte Schreibtische. Die müssen nur noch zusammengebaut werden. Die sind auch $200 pro Stück wert. Der Raum ist der Hammer und wir haben gerade mal die ersten 2 Meter geschafft. Nagelneue beleuchtete Präsentationstafeln mit Teleskopfüßen. Hier hinten ist noch eine Menge, Mann. Das ist super. Mindestens 250 Kisten. Wow, beschreib diesen Raum nicht mal an, der. Das würde ich umhauen. Wir haben 250 von diesen Dingern und sie werden für ein paar hundert Dollar pro Stück verkauft. Ich weiß, dass ich dafür ganz locker $50 bekommen kann. Das macht $12.500 allein für diese Tafeln da. Und dann kommen noch die ganzen Tische, die Folien und die Stative dazu. Genau. Ich bin echt begeistert. Endlich ein Raum, über den ich mich freue. Ist da Werkzeug drin? Ja. Diese Schlüssel hier, Geld. Die können wir für $15 pro Stück verkaufen. Viel Geld. Wir machen Gewinn. Wir sind jetzt schon bei $800. Allein ist die Werkzeugkiste. $50 für den Wagen. Der Ventilator ist sicher $25 wert. Alles zusammen bringt sicher... Ich wusste, dass das ein guter Raum ist. $1200 bis $1500. Ich wusste es. Gott sei Dank lohnt sich dieser Raum, sonst müsste ich mir das ewig vorhalten lassen. Was ist das hier? Was hast du bekommen? Eine Uhr. Was zum... Eine Kamera. Sieh dir das an. Danke, Skinner. Unglaublich. Das ist eine verdammte Spionageausrüstung. Stimmt. Sieh dir das an. Das ist ein kabelloser Festplattenrekorder mit Bewegungssensor. Wow. Das hier ist die Kamera. Wow. Oh, es startet. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. Du siehst im Fernsehen so viel besser aus. Zeig mal. Oh mein Gott! Kannst du nach hinten schauen? Hier kann ich so einiges sehen. Das nicht. Mach mal her. Die Binde? Wir haben nicht nur unser Geld, sondern auch unser Vergnügen verdoppelt. Weiter geht's! Ah, ein Raum ist geschafft. Ich habe 2 Franks in Unterstützung bestellt. Das sollte schnell gehen. Der Ladenpreis für diese Nudeln liegt bei $25.000. Wenn wir auch eine Halbschüssel bekommen, haben wir einen riesigen Gewinn gemacht. Ich habe so einen Kerl gefunden, dessen Familie schon seit 1932 Spielzeug sammelt. Rollschuhe. Guten Morgen, Barry. Was nennt der Aufsatz? Und ich hätte was, gefällt mir. Ich kann kaum erwarten, ihm meine alten Boxer zu zeigen. Ich habe sie angerufen, denn weil ich das hier in einem Lagerraum gefunden habe. Barry, das ist in wundervollem Zustand. Es ist ein Wegspielzeug aus Deutschland. Definitiv keine Kopie. Und es funktioniert sogar noch. Wie alt schätzen Sie es? Ausgehend von den Frisuren und dem Aussehen der Hosen würde ich sagen, aus den 30ern oder 40ern. Das muss eine Menge Geld wert sein. Das wäre der Stolz eines jeden Sammlers. Ein wunderschönes Stück. Also, Sie kennen die nächste Frage. Was schätzen Sie, wie viel Sammler dafür zahlen würden? Ich würde sagen, wenn Sie einen richtigen Sammler geraten, bekommen Sie hierfür bis zu $1.200. Wow, aber für ein paar alte Boxen? Wer hätte das gedacht? Kommen Sie, Harry. Geben Sie es mir. Verteidigen Sie sich, Junge. Versuche ich ja. Das war's. Ich bin wirklich gespannt darauf, mehr über die Spionageausrüstung herauszufinden. Und ich habe den richtigen Laden dafür gefunden. Selten wie jetzt. Wir haben ja ein paar Sachen, die Sie sich ansehen sollten. Ah, cool. Ja. Ich würde sagen, dass das alles Privatdetektiv gehörte. Dieses Gerät erkennt Ultrafenzen. Man verwendet es, um Banzen aufzuspüren. Was? Damit kann man einen Scan durchführen.
Das Beste an den Sachen ist, dass sie tatsächlich funktionieren. Das ist ein spurloser Festplattenrekorder, der richtig Bewegung aktiviert. Man kann damit bis zu 4 Kameras benutzen. Man kann 4 Kameras auf dem kleinen Bildschirm sehen? Genau. Das ist eine Videokamera. Mit Hilfe dieses Linsenfilters finden Sie Ihr Objektiv. Die Kamera ist in der Mitte versetzt. Wenn man dieses Teil abschraubt, sieht man Unanschluss. Man steckt das Kabel hier rein und kann die Kamera dann an den Computer anschließen, um sich die Aufnahmen anzusehen. Man kann sehen, was Sie sich angesehen haben. Dieses Spionagezeug ist irgendwie gruselig, aber auch sehr cool. Können Sie mir sagen, was ist das nur, um die als Sie auszusehen, oder? Das ist eine Überwachungsbrille. Sie hat jetzt mit Ton an der Seite, sodass man nach hinten sehen kann. Oh, so kann man jemanden von vorne verfolgen, den Blick nach hinten gerichtet. Ich verfolge dich von vorne. Das ist das coolste Zeug, das ich jemals gesehen habe. Wenn Sie das Sympathie verkaufen, was bekommen Sie dafür? Ich würde sagen, alles zusammen, mit dem Koffer und alles Zubehör, hat es einen Wert von 1.100 Dollar. Ja, 1.100 Dollar, das ist gut. Was war das? Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Wir kommen bestimmt bald wieder mal nach San Francisco, das lohnt sich. Danke, dass Sie das sind. Vielen Dank, schönen Tag noch. San Francisco liegt super für uns. In Ladenpreisen ist dieser Raum 35.000 Dollar wert. Letztendlich habe ich hier ganz locker 15.000 Dollar gemacht. Sieht so aus, als hätte der Spieler in der richtig aufgerollt. Das ist wohl der größte Raum, den wir hier hatten. Nordkalifornien war ein tolles Erlebnis. Wir werden immer besser und unsere Gewinne immer größer. Wir haben da oben so abgeräumt wie hier unten. Was kommt als nächstes? Der Trip nach Nordkalifornien war etwas enttäuschend, aber so ist das eben dieses Jahr für mich. Manchmal hat man ein gutes Jahr und manchmal ein schlechtes. Das Geschäft hat sich in den letzten 30 Jahren gewaltig verändert. Ich bin zwar der Beste, den es gibt, aber vielleicht ist es an der Zeit, neuen Schwung reinzubringen. Nordkalifornien. Ein Reinfall. Aber naja, ich mache hier nicht nur das Geld deswegen mit. Ich sammle viele Sachen. Und manche davon haben einen Wert, der sich in Geld überhaupt nicht ausdrücken lässt. Komm mal, nochmal Logo. Ah, dieses Sackgesicht. Ups. Ich habe nichts gesagt.
kann ich mich nicht mehr drehen. Boah, dieses Schrittgame, ey. Ich kann mich echt nicht drehen, was soll denn der Scheiß? Behindertes Spiel, ganz ehrlich. Bei wann kann ich mich nicht mehr drehen? Verficktes Nigger-Game, ganz ehrlich, Alter. Denkst du gerade, was ich denke? Man bedient die Erwartungen, die viele Leute haben, und gibt denen, was sie wollen. Bin ich Spot oder Kirk? Uhura, warum Steinvorlage? Aber eigentlich weißt du das Beste für mich. Du lebst nur noch 2 Wochen. Du kannst dich weiter verstecken. Oder endlich damit anfangen, wieder Harvey Specter zu sein. Boah, jetzt hör dir mal auf, dreh dich doch mal, du dumme Hure! Dummes Judengame! Das hat ja jetzt irgendwas gebracht, ey. Ich komme hier in dem Spiel nicht mehr weiter, ey. Die Störung behindert ist. Judenentwickler, ey. Alle Gönner hängt. Jetzt kann ich mich wieder drehen.
sie ist nach unten. Na los.
glaube, jetzt kommen die Aliens. Hier, Schoppi. Verdächtig, oder? Alarm, Alarm. Mal gucken, ich komm mal kurz runter. Da, durch dieses Tor bin ich gekommen. Das ist zu, das muss ich jetzt öffnen, um hochzukommen. Und dann kommt mein Freund, das Alien.
es ist jetzt viel lustiger ohne Musik.
Ach, ich will ja nicht den Stream spielen, ich will das Spiel spielen. Ich glaube, ich schaffe es jetzt. Ich
erzählt. Thank you.
Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Da kommt eine Leiche, die, also ein Zombie, der kippt um. Und aus dem Blut kommt dann dann wird mein Name ausgesprochen. Also der von dem Charakter. Oder von dem Streamname. Und dann explodiert der Name. Es kommt alles an den Bildschirm ran. Und dann läuft das Blut runter, außer mein Name, der bleibt fest da stehen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten.
Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal.